4 Minuten Nachspielzeit sind schon fast rum. Noch einmal ein GC-Befreiungsschlag mit Schmid. Dadaschow läuft wie Forrest Gump. Hitz, was macht Hitz? Kawabe, der trifft zum 1:0 und mitten ins Basler Herz. Das gibt's doch nicht. Wieder verpasst Basel die Bestätigung eines Aufwärtstrends. Dank des Patzers von Marvin Hitz jubelt am Ende GC glücklich über 3 Punkte im Klassiker.